you can tell right away and after rain when the people start to moan. Ein Bass-Solo? Macht man das noch? Gibt man? Natürlich! Gibt es was? Wenn man es kann. Also, absolut. Also, ich hab gesagt zu Marc, ich habe gesagt zu ihm, und der war, also, wow, Hut ab, incredible, well done. Dankeschön. Beautiful. Wie ist denn dein Name? Wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her? Was ist hier los? Ich heiße Nadine Traoré. Ich bin ursprünglich aus NRW, aber nach Freiburg gezogen. Bin 28 und Berufsmusikerin. Ah, okay. Hallo, hallo Nadine. Hi. Und sag mal, also was heißt Berufsmusikerin? Spielst du in Bands, machst du Straßenmusik, bist du Songwriterin? Ein bisschen von allem. Also ich spiele in zwei festen Bands und du weißt ja, Bassisten sind immer rare Ware, deswegen in verschiedenen Bands auch als Aushilfe. So ein bisschen Allrounder. Okay, geil. Richtig gut. Also, danke. Ich habe mich relativ spät umgedreht. Ich habe mich tatsächlich erst beim Bass-Solo umgedreht. Ich habe es nicht... Also, wenn du nicht gesungen hast, hat er sich umgedreht. Bei dem Bass-Solo hören die Leute ja meistens eher weg, ne? Komm, hol mal was zu trinken. Nee, also, ich glaube, wenn das nicht gekommen wäre, hätte ich mich nicht umgedreht. Und zwar nicht, weil ich deine Stimme nicht mag, sondern da waren so ein paar Tricks dabei, die ich nicht mag. Dieser Move, so ein Kratzen in die Stimme zu packen, den hast du 3-4 Mal gemacht und das war für mich so 3-mal zu oft. Und dann kam aber die Stelle mit dem Geskette auf dem Bass-Solo und das war für mich irgendwie echter. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man bei dir ansetzen könnte. Die Stimme finde ich toll. Ich liebe das, dass du einfach Bass spielst. Das ist wirklich sehr selten, ne? Und ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll, außer dass ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn du nicht zu Ray gehst, sondern mein Team. Danke. Ray, du denkst an unsere Regeln, ne? Du weißt, jeder Satz muss Sinn machen. Also du musst, wir haben eine Regel erfunden für Ray seit neuestem. Es muss, was er sagt, muss Sinn ergeben, ne? Okay, ich bin gespannt. No pressure. Es ist seine 7. Staffel. Es ist das erste Mal, dass er das probiert. Dass es wirklich alles Sinn macht, was du sagst. Vom Anfang bis Ende. Genau. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Nadine. Nadine. Nadine, ich finde, dass du... Es stimmt, jetzt fucking merke ich mir selber. Ich finde, dass du da stehst mit einem Bass, ist was Besonderes. Und hat sich bis jetzt nicht gegeben. Punkt. Und ich glaube, wenn jemand diese Show anschaut, würden die an den Mädel mit dem Bass denken. Punkt. Ich finde es lustig, dass du so langsam sprichst, weil du dich so dolle konzentrierst. I'm thinking and talking. It's killing me. Yeah. Ich finde, dass du hast irgendwie so eine Besonderheit dadurch, dass du singst und den Bass spielst. Bei dir habe ich das Gefühl, dass es ein Teil von dir ist. Voll, ja. Ja, und weil gesanglich habt ihr harmoniert die ganze Zeit und es hat dich unterstützt. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe bessere Sängerinnen gehört.
aber die sind vielleicht nicht so besonders wie dir. Und das ist für mich aufregend. Lass uns sehen, wo die Reise uns hinbringt und Spaß dabei haben. Würde ich mich freuen. Danke. Punkt. Nadine, ich habe so ein bisschen so das innere Bedürfnis, mich für die beiden entschuldigen zu wollen. Ne, ich hoffe, du rennst jetzt nicht gleich schreien von der Bühne und sagst, um Gottes Willen, ich kann mich nur zwischen den beiden entscheiden. Nein, so wie du hier strahlst auf der Bühne, es ist der Knaller. Du gehörst auf die Bühne und ich finde es so schön, dass du hergekommen bist. Und ich finde, du bist bei den beiden gut aufgehoben. Peter, was würdest du ihr raten? Also ich weiß ja, dass Nadine sich entscheiden wird zwischen entweder Marc oder das Ray. Ist gut zusammengefasst, ja. Aber wenn irgendwann mal bei uns Not am Mann ist, beziehungsweise am Bassisten, und du hast Bock einzusteigen, anytime. Okay, danke. Cool. Das ist jetzt total schwierig für mich, weil ich tatsächlich die ganze Zeit überlegt habe, Marc oder Ray. Schon im Vordergrund eigentlich. Oh. Oh, wow. Und ich dachte, ach, bestimmt dreht sich einer nicht um, dann muss ich mich gar nicht erst entscheiden. Vielleicht ist es nur einer. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Herzklopfen, weil ich werde es aus dem Bauch raus machen. Bevor ich meine Entscheidung treffe, habe ich noch eine Frage an dich, Ray und Marc. Was für Musik hört ihr privat? 1, 2, 3. Mich. Ich arbeite gerade an der neuen Platte, aber Marc, was hörst du außer mich? Seit mehreren Wochen bin ich in den 70er Jahren, was das Hören betrifft. Weiß nicht, ob das jetzt Pluspunkte bringt, aber es ist auf jeden Fall die Wahrheit. Okay, das ist cool. Ich weiß es immer noch nicht. Ich werde jetzt einfach sagen, Marc. Yes! Yes! What? Ich freue mich auch. Schön. What is going on?